Hallo meine Lieben, ja, wir haben uns jetzt heute vorgenommen, euch jemanden vorzustellen, den wir persönlich zwar nicht unbedingt als Vorbild sehen, sie hat auch vieles gemacht, was wir nicht gutheißen können, aber es ist eine Frau, die absolut faszinierend ist. Und genau deswegen solltet ihr sie alle kennen und wir wollen sie euch vorstellen. Es hat uns richtig in den Fingern gebrannt, ne? Ja, Luisa Casati ist ja eine Frau, über die wir jetzt gestolpert sind und die Frau macht einfach Lust auf, mehr über sie zu erfahren. Sie war ja auch eine Person, die alle großen Künstler der damaligen Zeit kennengelernt hat. Sie wurde so häufig gemalt, porträtiert, fotografiert. Ich glaube, sie steht auf Platz 3 von allen Frauen, die am häufigsten gemalt wurden, nach der Mona Lisa und ich glaube nach Maria. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls irgendwie so etwas sagt man halt von ihr. Sie hat also ein richtig spektakuläres und interessantes Leben geführt. So, und genau deswegen sollt ihr sie alle kennenlernen. Und wir haben uns entschlossen, jetzt endlich mal mit dieser Reihe, die wir ja schon lange angekündigt hatten, anzufangen. So, und wann hat diese Frau eigentlich gelebt? Das sollte jetzt als erstes abgeklärt sein, die Grundfakten. Sie ist Italienerin gewesen, sie war eine der reichsten Frauen ihrer Zeit, die reichste Italienerin, sie war eine Textilerbin und sie hat gelebt von 1881, also schön viktorianisches Zeitalter, bis 1957. Ja, und in dieser Zeit hatte sie unheimlich viel erlebt. Sie war diese Frau, jetzt müsst ihr euch vorstellen, sie hatte da also rote Haare und dieses Bild, es sieht gruselig aus. Ich weiß, ich hatte jetzt auch die ganze Zeit hinstarren müssen und habe immer nur gedacht, gruselig, mega gruselig, vor allem dieses Bild entwickelt einen Wahnsinnssog. Ich habe im ersten Moment echt gesagt, hässlich und überhaupt nicht kunstvoll schön oder so, aber mittlerweile verstehe ich es, warum es Kunst ist und warum man hingucken muss, weil es schon etwas mit einem macht, wenn man das jetzt wirklich vor einem hat. Dazu muss man sagen, dieses Bild ist eigentlich durch eine Panne entstanden. Der Fotograf Man Ray hat sie halt porträtieren wollen. Ja, und dabei ist der Strom ausgefallen. So stabil war das ja damals alles noch nicht. Und dadurch kam es irgendwie zu einer Überbelichtung oder Doppelbelichtung oder was auch immer. Die Casati hat dieses Bild gesehen und hat gesagt, boah, das bin ich, das trifft meine Seele. Und die hat erstmal, ich weiß nicht, wie viele Abzüge davon machen lassen und hat das lustig verteilt. Hat es verschenkt an ihre Freunde, weil das jetzt endlich mal ein Bild war, was ihr Innerstes widerspiegelt. So, und wenn ihr euch das Bild anseht, dann aber gute Nacht, ey. Das Bild ist echt nicht sympathisch. Passt eigentlich gut zu Halloween. Es ist total irre. Und diese Frau war irre. Und ja, sie wurde die Marchesa genannt. Man nannte sie aber auch die Hohepriesterin der Dekadenz. Es ist eine Frau, über die viel zu wenig berichtet wird. Sie hat aber bis heute Leute inspiriert. Es gibt eine ganz tolle Bildreihe mit Tilda Swinton. Da hat sie sich so wie die Casati ablichten lassen. Und sie hat auch Dior beeinflusst und inspiriert. Und auch Karl Lagerfeld hat ihr zu Ehren Mode entworfen. Ja, Luisa Casati, eine Frau, die ihr jetzt in ein paar Anekdoten kennenlernt und dann hoffentlich am Schluss des Videos sagt, genauso wie wir. Wir wollen uns noch näher mit dieser Frau beschäftigen und wir wollen noch mehr über diese Frau erfahren. Es gibt auch Biografien und so weiter. Das wird unten verlinkt. Wir haben noch keine jetzt über sie gelesen, werden aber sicherlich noch dazu greifen. Ja, und jetzt werden wir euch verraten, was wir so spannend an der Casati finden. Viel Spaß! So, du fängst an. Ich fange an, ich turbe los. Also, okay, stellen wir uns vor, es ist Mitternacht. Wir befinden uns in Venedig. Es ist natürlich diese typisch etwas gruselige, etwas leicht marode Atmosphäre, die Venedig ja hat. Und durch dieses Venedig schreitet eine Frau. Sie hat granatapfelrote Haare, die ganz wirr und kraus sind. Sie trägt eine blutrote Robe. Sie hat an der Leine nicht einen süßen kleinen Chihuahua, nein, zwei Geparden oder auch wahlweise manchmal einen Alligator. Und hinter ihr geht ein 2 Meter großer Nubier, das ist ihr Diener, richtig schön in Livree. Er trägt in der Hand, hat er einen Kerzenhalter, um ihr natürlich auch den leuchtenden Rahmen zu bieten, den diese Frau ja auch braucht.
Brauch. Und so schreitet sie durch Venedig. Und jeder, der sie nachts sieht, schätzt sich glücklich, weil er hat dann am nächsten Tag richtig was zu erzählen. Sie war also schon, ja, das Stadtgespräch von Venedig. Ja, sie hatte dieses Tizian- oder granatapfelrote Haar, das trug sie ja gerne wie Medusa. Sie hat das manchmal noch getoppt, indem sie sich eine Perücke aufgesetzt hat mit ausgestopften Schlangen. Sie war also schon wirklich richtig schräg. Ja, sie trug auch manchmal eine Augenklappe, warum auch immer. Vielleicht hatte sie wirklich mal ein Pfeilchen oder so, das kann ich nicht sagen. Wie ihr seht, hatte sie riesige große Augen, die wohl das Gesicht auch total beherrscht haben. Sie waren dunkel. Sie galt nie als schön, aber sie galt immer als etwas, wo man hinsehen muss. Genau. Ihre Augen hat sie dann noch richtig tiefschwarz mit Kajal umrandet. Sie hat Belladonna benutzt. Das wurde ja damals gerne gemacht, um die Augen noch größer und geheimnisvoller wirken zu lassen. Sie hatte dazu ihr Gesicht ganz weiß geschminkt und dazu blutrote Lippen. Sie war also schon ein Hingucker, wenn vielleicht auch nicht mal der allerschönsten Art, aber wer sie gesehen hat, hat sie garantiert so schnell nicht vergessen. Ja, sie liebte auch ausgefallene Mode. Sie hat sich dann einmal von Picasso ein Kleid machen lassen. Das wurde illuminiert und das wurde irgendwie an Strom angeschlossen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert ist, weil man konnte sich dann ja eigentlich auch nicht groß weit wegbewegen. Für den Auftritt reicht's, ne? So einmal präsentieren, tada! Genau. Aber gab es nicht in diesen 00... oder dieser Kanone mit Liam Neeson, gab es da nicht auch mal so ein illuminiertes Kleid? Weiß ich nicht. Also ihr Auftritt sah dann irgendwie so schockmäßig aus, weil sie hat richtig ein Gewicht gekriegt. Ich meine, das hat sie dann auch, glaube ich, ins Krankenhaus gebracht. Es war jedenfalls nah dran, dass es sie nichts jenseits befördert hätte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr das nur einmal passiert ist oder ob sie dann nochmal einen Versuch gewagt hat mit so einem hübschen Kleid. Aber ja, auch ein Stromschlag hielt sie nicht vor solchen Spirenzien ab. So, und jetzt stellt euch vor, Pariser Oper, alles natürlich etepetete und ganz fein und ganz edel. Da kann man ja nicht als Luisa Casati, hat man ja einen Ruf zu verlieren. Also der zur Oper kann man ja nicht gehen, wie jeder andere gehen würde. Wo kämen wir denn dahin? Würde man ja nicht auffallen. Also wie fällt man auf, wenn man in die Pariser Oper geht? Also ist jetzt natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen, das sage ich mal gleich. Natürlich, indem man schockt. Und wie schockt man richtig, wenn man als Macbeth verkleidet hingeht? Und so hat sie ihren Chauffeur, sie hatte ein Kleid an, sie hat sich dann überlegt, ich brauche Blut. Es muss Blut aufs Kleid. Also musste ihr Chauffeur anhalten, es musste ein Huhn extra für sie geschlachtet werden, damit sie sich, und sie hat es lachend getan, ihr Kleid mit Blut besudelt hat. Dann ist sie also in die Pariser Oper und ich sag euch, ich muss die Frau nicht sympathisch finden. Das sage ich euch jetzt gleich mal ganz klar. Ich finde sie faszinierend. Ich denke, man sollte mehr über sie erfahren, aber nichts mit Sympathien oder so, ne? Eine Faszination. Ja, diese Frau kam dann jedenfalls in die Pariser Oper mit ihrem blutbesudelten Kleid. Aber das war ja noch nicht alles. Sie hat also eine Wachshand gehabt, eine würgende Wachshand, die um ihren Hals lag. Das beste Halloween-Kostüm ever, würde ich sagen, nur dass nicht Halloween war. Und ist so in die Pariser Oper gegangen. Und jetzt müsst ihr euch die Frauen von damals vorstellen. So fest eingeschnürt, wie sie waren in ihre Korsetts. Kaum atmen konnten sie. Und dann atme mal richtig durch, weil du sie siehst und machst... Ja, ratet mal. Sie sind umgeklappt wie die Fliegen. Und die Casati hatte ihren Traumauftritt. Tja. Aber es sollte auch mal Veranstaltungen geben, wo die Casati nicht unbedingt hin wollte. Vielleicht waren ihr die Leute zu spießig oder... Sie hatte einfach Bock, mal nicht hinzugehen. Mal keine Lust. Jedenfalls gibt es diese nette Episode, dass sie, anstatt selber hinzugehen, halt eine Wachspuppe von sich dorthin geschickt hat. Die hat sie aber erstmal schick eingekleidet. Genau, die kriegte schick ihr Kleid an und sie bekam Schmuck von ihr um. Und dann hat sie diese Puppe genommen, hat sie in die Kutsche gesetzt und ab ging es zur Einladung. Tja, ich möchte mir das Gesicht ganz gerne vorstellen von den Gastgebern, die die Kutsche öffneten. Und da saß dann die Puppe der Casati. Die haben sich natürlich auch gedacht, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt hier wie die Langweiler dastehen und die Spießbürger schlechthin? Das wollen wir ja auch nicht. Also haben sie die Puppe rausgeholt, haben die an den Tisch mitgesetzt, haben ihr richtig schön aufgetaselt. So ein bisschen das Dinner for One-Feeling. Genau, es gab dann Wein dazu und man hat einfach so getan, als wenn die Casati anwesend wäre. Danach hat man sie
wieder genommen, hat sie in die Kutsche reingesetzt und die Kasati konnte es kaum abwarten, dass die Puppe wiederkam. Und ihre Spitzel haben ihr dann natürlich berichtet, was an dem Abend genau abgegangen ist. Und sie hat sich köstlich darüber amüsiert, wie man mit ihrer Puppe umgegangen ist. Sie hat natürlich auch selber Feiern gegeben und da hat sie es ordentlich krachen lassen. Und wer war da? Jeder, der ihr gefiel. Klar, sie war reich, sie hat vielen Künstlern auch eine, sie hat sie finanziell unterstützt. Sie hat sich von ihnen malen lassen, hat ihnen Aufträge besorgt, also war ziemlich künstlerisch angehaucht. So kam es da sogar zum Beispiel zu einem spontanen Tanz von Isadora Duncan zusammen mit dem Balletttänzer Vaslev Nijinsky. Das muss wohl ziemlich ungewöhnlich gewesen sein, sehr spontan und für alle ein absoluter Augenschmaus. Und es kam auch mal dazu, dass es ihr zu heiß wurde auf ihrer Party. Ich meine mal, bei so vielen... Ich glaube, das Heißeste auf den Partys, das war sie immer selber. Ja, ich denke auch. Jedenfalls hat sie dann ein Messer genommen und hat ihr Kleid von oben nach unten aufgeschlitzt und hat dann einfach nackt weitergeredet mit den Leuten. Ich meine mal, sie war hart drauf, ne? Sie war halt anders und irgendwo völlig baller. so gab sie auch mal einen Maskenball in Venedig auf dem Markusplatz. Ich meine, das muss das Event überhaupt gewesen sein. Stellt euch das mal vor. Eine Privatveranstaltung. Das muss irre gewesen sein. Und das haben auch die Venezianer gedacht, die haben nämlich ihre Balkone gleich an Schaulustige vermietet, damit die von oben dann runtersehen konnten auf das Treiben der Kasati. Und die Kasati wäre nicht die Kasati, wenn sie nicht auch da wieder den Top-Auftritt hingelegt hätte. Sie kam dann an in einer wahnsinnig tollen Gondel, Punkt Mitternacht vorgefahren, wurde mit Trompeten angekündigt. Nein, Fanfare. Mit Fanfaren, okay, Fanfaren. Trompete, Fanfare, okay. Ja, die wollen nicht pingelig sein. Naja. Fanfare sind doch diese langen Dinger, wo die Könige mit angekündigt wurden. Genau. Schreck zum Beispiel. Genau, wesentlich stilvoller Mauer. Wesentlich stilvoller. Schon denn schon. Eigentlich wollte sie weniger stilvoll davor fahren, aber dafür skurril. Damit nämlich, dass der Glockenschlag erklingt, der auch bei Hinrichtungen erklungen ist. Und das hat man ihr verwehrt. Meiner Meinung nach zu Recht, absolut zu Recht. Sie fand es damals wahrscheinlich nicht so toll. Sie hat ja meistens auch ihren Kopf durchgesetzt. Ich meine, mal Geld regiert die Welt. Und davon hatte sie ja reichlich. Und sie hat es ja auch immer mit vollen Händen ausgegeben. Aber das hat sie mal nicht durchsetzen können. Tja, das soll dann auch mal passieren. Geld ist nicht alles. Ja, wer war die Kasati eigentlich oder woher kam sie? Sie war die Tochter eines Mannes, der ein Textilimperium gegründet hat. Er war super mega reich und ja, sie wurde sehr früh waise. Ihre Mutter starb, da war sie 12 und der Vater starb, als sie 14 war. Sie hatte noch eine Schwester, die beiden Kinder sind dann bei irgendwelchen Onkeln und Tanten aufgewachsen. Die Kinder haben sich ziemlich gelangweilt. Was macht so ein kleines Mädchen, wenn es Kasati heißt? Man nimmt Modezeitschriften, schnippelt die auseinander, nimmt mal den einen Kopf und da vielleicht die Bluse und da den Rock und sie hat sich das dann halt so zusammengesetzt. Aber letztendlich war das für sie eine ziemlich langweilige, stupide Zeit. Naja, dafür hat sie es dann ja später krachen lassen. So, mit 18 Jahren heiratete sie dann Camillo Kasati. Dieser Mann hatte nicht unbedingt Geld, aber er gehörte zu einer der ältesten italienischen Familien, sehr angesehen das Ganze. Und es hatte für sie den riesen Vorteil, dass ihr lieber Mann eigentlich auch nie so ganz den Mund aufmachen konnte. Sie hatte zig Liebhaber beiderlei Geschlechts, aber er musste da ja immer schön still sein, weil sie halt das Geld hatte. Sie hatte dann auch eine Affäre mit Gabriel Di Annunzio, ein Mann, der nicht unbedingt hübsch war. Also ich finde ihn jedenfalls gar nicht attraktiv, aber dieser Mann muss was gehabt haben. Denn dieser Mann war bei Frauen doch sehr begehrt, ne? Sie wollten sich umbringen wegen ihm, sie sind wegen ihm wahnsinnig geworden. Wenn man den Mann jetzt so auf Fotos sieht, denkt man, na gut, was hatten die? irgendwas auf dem Auge? Ja, aber er muss es also wirklich drauf gehabt haben. Und die beiden zusammen, das war der Gipfel der Dekadenz. Und sie haben es. Und ich glaube, er hat ihr noch so richtig den Tick Exzentrik gegeben. Oder er hat ihr den Mut gegeben, diese Exzentrik völlig auszuleben. Denn nach dieser Affäre war sie nicht mehr zu stoppen. Da hat sie dann völlig getan und gelassen, was sie wollte. Tja,
Ich bin. Aber die Tee-Geschichte geht natürlich, oder wie man sich denken kann. Die Moral von der Geschichte. Es gibt eine Moral, beziehungsweise es gibt für sie auch den Abgesang. Die Geschichte der Kasati ist nicht gut ausgegangen. Sie ist völlig verarmt. Also sie hat, klar, sie hat mit ihrem Lebensstil das Geld ja nur so aus dem Fenster geworfen. Sie hat die ganzen Künstler, wie gesagt, unterhalten. Sie hatte ein rosafarbenes Schlösschen. Sie hatte ein Palazzo in Venedig. Sie hat es ja überall krachen lassen. Sie hat nie aufs Geld geachtet. So, und dann irgendwann kam es so weit, dass ein Kohlehändler gesagt hat, sie hätte die Rechnung nicht bezahlt. Und er hat sie vors Gericht gezogen. Und in dem Moment, wo das möglich war, in dem Moment, wo der Erste gesagt hat, sie hat nicht bezahlt, kam wie ein Rattenschwanz alle anderen hinterher und haben plötzlich ihr Geld eingefordert. Aus Panik wahrscheinlich keine müde Mark mehr zu sehen. So, und das Ganze hat sie alles gekostet. Also sie hat ihr Schlösschen verloren. Sie hat dann noch Gabriel de Annunzio geschrieben und hat gesagt, ob er ihr nicht Geld schicken mag. Er hat gar nicht geantwortet, weil er mittlerweile selber pleite war. Genau. Und ja, wie die Aasgeier kamen ihre sogenannten Freunde, sind über ihr Schlösschen hergefallen und haben noch die ganzen Wertgegenstände rausgetragen, ersteigert. Sogar Coco Chanel war da drunter, die sich irgendwie zwei bronzene Rehe mitgenommen hat. Sie wird sie wohl auch bezahlt haben. Das hat sie jetzt wirklich an diesen mit dem Räubersack gekommen. Nein, also es wurde ja alles versteigert. Sie musste ja auch irgendwie, mussten ja die ganzen Schuldiger ihr Geld bekommen. Ja, sie ist dann nach London gegangen, hat den Zweiten Weltkrieg da auch noch durchgemacht und hatte dann aber wirklich doch noch, nee, sie war nicht alles. Es war nicht alles Aasgeier. Sie hatte dann wirklich noch Freunde, die ihr durch diese Zeit geholfen haben, die sie haben bei sich wohnen lassen, die ja ihr Essensmarken besorgt haben und die für ihre Hunde auch noch Hundekuchen besorgt haben. Sie hatte immer Möpse. Ich glaube 5 Stück. Ja, also an ihren Möpsen hat sie auch absolut gehangen. Also nicht nur Geparden und so weiter. Ja, ich meine mal, die konnte sie dann nicht halten, aber ihre Möpse hat sie ein Leben lang dann beibehalten. Ja, so ging es dann halt mit ihr langsam zu Ende und letztlich hat sie, jetzt kommen wir zu dir, deinen Punkt, sie hat dieses weltliche Leben hinter sich lassen müssen. In Schulden oder beziehungsweise vielleicht nicht Schulden, aber in Armut. Ja, so, aber Freunde waren auch in dem Moment noch für sie da, sie haben sie geschminkt, sie haben ihr falsche Wimpern aufgeklebt, sie haben ihr einen ausgestopften Mops noch mit in den Sarg reingeschmuggelt und so ging die Geschichte der großartigen Kasati zu Ende. Die Frau, die von Andy Warhol, Picasso, sie hat wirklich alle großen Maler und Künstler dieser Zeit getroffen. Tja, aber heutzutage liegt sie an der am Londoner Brompton Road Friedhof und ja, ihr Grabstein ist klein, also es ist so, ja, eine Amphore und da drauf steht ein Spruch von Shakespeare, den hat ihre Enkelin ausgesucht, sie hatte eine Tochter gehabt. Ja, und das ist das Leben der Luisa Kasati, eine Frau, die absolut fasziniert, ja. Also. Aber sogar auf ihrem Grabstein, so gemein ist das Schicksal, wurde sogar ihr Name noch falsch geschrieben. Also Luisa mit OU anstatt nur mit U, wie sie sich eigentlich geschrieben hat. Ja, aber letztlich unvergessen die Frau, sie hat gelebt, sie hat wirklich gelebt und sie hat. Sie war vielleicht eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und aus Lady Gaga. Sie hat halt getan, was sie wollte. Sie hat sich die Welt so gemacht, wie sie haben wollte. Und sie hat sich selbst zu einem absoluten Kunstwerk gemacht. Und alleine dieses Kunstwerk, dieses Gesamtkunstwerk Luisa Kasati, würdige ich einfach jetzt mal oder würdigen wir mit diesem Video. Und ja, vielleicht seid ihr jetzt genauso angefixt, wie wir es sind. Wir wollen noch wesentlich mehr über diese Frau erfahren. Es gibt Biografien über sie. Gerade erst soll auch eine erschienen sein. Wir verlinken euch das jedenfalls unten auch in der Infobox. Wir sind jedenfalls sehr neugierig auf diese Frau geworden. Wir werden sicherlich noch einiges lesen. Vielleicht könnten wir euch jetzt auch ein bisschen für sie begeistern. Es wäre doch schade, wenn diese Frau so völlig vergessen wird. Ja, und das war das erste Video dieser Reihe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ja,
wenn ihr auch Geheimtipps habt oder überhaupt Tipps der Geschichte, wo ihr sagt, entweder über den und den würde ich gerne was erfahren oder über den solltet ihr euch mal informieren, dann schreibt uns doch bitte. Ja, wir sind jedenfalls totale Geschichtsjunkies und wir freuen uns auf das nächste Video, was wir euch da zum Thema geschichtliche Menschen oder geschichtliche Menschen, hört sich total doof an, geschichtliche Persönlichkeiten bieten können. Ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Video.